So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Wi-Fi-Battle, also Link-Kampf. Diesmal gegen Pöja. Und Pöja hat ein ja, interessantes Team dabei mit Potrot, Karadonis, Volvok, Aquana, Xerox und einem Furnifras. Ich habe dabei ja, Mega Xerox, Zapdos, Volcarona, Demeteros, Tentoxon, Knackrack. Somit bin ich vom Tier... von der Tierliste ein bisschen stärker als sein Team. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns mal den Kampf gegen Pöja an. Ich fange an mit Stecher, da kann ich ganz locker in die Mega-Entwicklung gehen. Und er fängt an mit Wurmi, seinem Potrot. Ja, Potrot kann jetzt Klebenetze rausbringen, vielleicht Stachler. Aber ich gehe in die Mega-Entwicklung und kann... ja, Patronhieb drücken. Oder eben Schwerttanz. So, jetzt habe ich einen plus 2 Mega-Sherox auf dem Feld. Und er kommt mit Klebenetz. So. Klebenetz ist kein Problem, weil ich ja noch mein Tentoxa habe mit dem Turbodreher. Aber er will das Wurmi nicht sterben lassen. Und er geht rein zu Karadonis, während ich Patronhieb drücke. Ihn runter auf seine Robustheit bringe. Ja, er hat keine Prio, glaube ich. Vielleicht Tempohieb, aber ja, er ist ja schon mal Karadonis raus. So, ich habe ein plus 2 Mega-Sherox auf dem Feld und er hat Seal. Und Seal ist das Furnifras. Typ Feuer. Ja, ich dachte, ich wäre schneller, aber ich bin noch langsamer und konnte mich mit der Kehrtwende nicht rauswinden. Also stirbt hier, ja, Mega Xerox. Nun gut, jetzt kommt halt Demeteros rein. Physisch defensiv, Bedrohung ist jetzt in dem Fall nicht so wichtig. Was kommt jetzt? Er ist schneller und wirft ein Irrlicht. Oder setzt Irrlicht ein. Ja, es ist ärgerlich, aber ich wollte Tarnsteine rausbringen. So, gleich kann ich Erdbeben drücken. Ja, und er kann Flammenwurf drücken. Ja, da kommt der Flammenwurf. Wird auch viel Schaden anrichten. Ja, die Hälfte. So, jetzt kommt das Erdbeben. Wir werden sehen, wie viel Schaden es macht. Sehr effektiv. Ja, es nimmt es fast raus. Okay, ich glaube, ich brauche Demeteros noch und bin deshalb noch rausgegangen. Und hier kommt Namenloser. Speziell defensiv. Fängt alles super gut ab. Ja, gut, Klebenetz ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber was soll's. Und noch ein Flammenwurf. Und wir sehen, es macht nur ja, 20 KP Schaden. So, dann kommen die über der Giftschleim. Und ich kann jetzt Turbo drehen. Und er geht raus zu Aquana mit dem H2O-Absorber. Da kommen die Tarnsteine raus. Turbodreher und da ist Klebenetz weg. Ja, Aquana ist sehr defensiv, aber ich habe den Säurespeier drauf. Aus dem Grund kann ich immer die spezielle Verteidigung immer um 2 Stufen absenken. Was macht Aquana? Setzt Fluch auf. Ist also ein physisches Aquana. Ja, das macht jetzt nichts. Okay, Abschlag, um schon mal die Überreste wegzunehmen. Ja, und wir wissen, dass Tentoxa physisch defensiv nicht so gut aufgestellt ist. So, Säurespeier. Ist schon mal auf minus 2 spezielle Verteidigung. Und er flucht sich noch weiter hoch. Ja, langsam müsste er auch angreifen, sonst war es das. Okay, noch ein Säurespeier auf minus 4. Gut, sinkt stark. Kaskade kommt jetzt. Und Kaskade macht wie viel Schaden? Ja, nichts. Okay. Und jetzt kann ich nochmal Säurespeier drücken. Auf minus 6 ist er jetzt. Und da kommt ein Wunschtraum.
Ja, wenn er Schutzschild hat, kann er sich wieder hochheilen, aber das wird ihm auf Dauer nichts bringen. Ja, jetzt kommt noch ein Säurespeier und damit ist Aquana draußen. Ja, womit könnte Pöhr jetzt reinkommen? Er braucht ein Boden-Pokémon oder ein physisches Elektro-Pokémon. Und hier kommt Ernta. Und Ernta kann Schwert tanzen. Aus dem Grund bin ich einfach mal auf Siedewasser gegangen, um ihn potenziell zu verbrennen. So, wir sehen den Schwerttanz. Wir sehen hier Siedewasser. Siedewasser macht, ja, vielleicht ein Drittel oder ein bisschen mehr als ein Drittel an Schaden. Und wir sehen Aeroas auf plus 2, ja, mit Lebenorb. Ja, jetzt kann er nochmal auf Aeroas gehen und den Namenlosen rausnehmen. Oder? Ne, er setzt Ruheort ein. Ja, ich kann jetzt wieder Siedewasser drücken und ihn, ja, verbrennen. Gut, da kommt noch ein Siedewasser. Das macht jetzt... Okay, das war ein Volltreffer. Und keine Verbrennung. Ja, je mehr Siedewasser ich raushaue, umso größer ist die Chance, dass das Scherux verbrannt wird. Okay, wieder Ruheort. Er ist wieder fast vollgeheilt. Und da kommt noch ein Siedewasser. Und kommt jetzt die Verbrennung? Nein, keine Verbrennung. Ja, jetzt müsste er mal langsam angreifen. Ne, er geht auf Schwertanz. Ist also auf plus 4. Und ich gehe wieder auf Siedewasser. Und was kommt jetzt? Keine Verbrennung. In Ordnung. So, er geht immer auf Ruheort. So, wenn jetzt ein Volltreffer kommt. Und es kommt kein Volltreffer und keine Verbrennung. So, wir haben plus 4. Und das Aeroas. Das nimmt Namenlos raus. Okay, er hat ein plus 4 Scherox ohne Lebenorb und ja, halb voll. Aber er kann nichts gegen Sunny machen. Kreuzschere macht nichts. Ja, er ist noch nicht schneller. Und da ist der Feuerreigen. Und wir kriegen den plus 1 Spezialangriffsboost. Ja, jetzt haben wir ein plus 1 und ja. Okay, Speedy. Speedy kann ja mit dem Turbofelsen Volcarona vielleicht rausnehmen. Aber er geht nicht auf Turbofelsen. Hier kommt Kraftreserve Boden. Genau für diese Fälle. Also Kraftreserve Boden ist für alle Gesteins-Pokémon und für alle Heatrans da draußen. Okay, Seal kommt rein und ja, stirbt an Tarnsteinen. Jetzt hat er nur noch seinen, ich glaube, Potrot. Seine Wurmi. Und das überlebt einen Käfergebrumm. Oder ein Feuerreigen. So, Feuerreigen auf plus 1. Wir sind modest. Ist neutral, aber das hält Wurmi aus. Ja, die Schlammwoge macht jetzt eigentlich gar keinen Schaden. Ja, und jetzt kann Sunny das Game mit dem Feuerreigen clearen. Okay, damit gewinnen wir 4-0 oder 3-0 gegen Pöja. Gut, das war das Game gegen Pöja, einen Zuschauer. So, wenn euch das Video auch gefallen hat, dann abonniert den Kanal oder gebt dem Video Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch kämpfen wollt. Schreibt, ob ihr OU oder UU oder irgendwie was ganz anderes haben wollt. Und dann werden wir auch mal ein Battle bestreiten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.